Warum tust du das, Mann? Ich geb dir Geld für die Infos und du lügst mich dann an. Es wird Zeit, dass ich selber in die Hand nehme, wieder mal. Und jetzt guck die Ukraine an. Die Menschen waren hin und her gerissen, sie haben sich aufgestellt gegen die Regierung, weil es leider hier nicht anders geht. Doch der Präsident, er wollte nicht zurücktreten. Und jetzt kommt die EU an auf Umwegen. Das ist das, was ich nicht verstehen kann, Volksentscheid. Und dann kommt irgendjemand, der mit dem Volk noch nie etwas zu tun hatte und macht aus Nächstenliebe einfach so eine gute Sache. Und die Alarmglocken läuten, was bringt es dem Westen, was bringt es den Deutschen? Ich hab keine Ahnung, Mann, ich bin nicht im Film. Und die Medien berichten eh nur das, was sie wollen. Aufstand der Polizisten wird hier berichtet. Doch meine Uroma kennt da andere Geschichten. Die eine Flugstunde entfernt wohnt vom Kernpunkt. Internetvideos zeigen das, was ihr nicht sehen wollt. Medienbericht, freundliche Demonstranten werden von der Exekutive des Landes misshandelt. Das Video spricht eine andere Sprache, gefilmt vom Zeugen aus der Menge, der schmeißenden Steine. Und sie ziehen den Polizisten aus der Menge und treten auf seinen Kopf ein, bis er nicht mehr redet. Will hier keinen in Schutz nehmen, hier keinem die Schuld geben. Doch richtige Berichterstattung ist hier grundlegend. Doch es läuft alles einseitig ab. Warum? Weil du für das Thema leider keine zwei Seiten hast. Und es raubt mein Verstand, denn ihr wollt nicht wirklich helfen. Ressourcen sind der Grund, warum ihr da seid, verdammt.